Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Kreta Leben und heute mal von drinnen. Genau, denn was machen wir denn hier heute Schönes? Ja, wie es der Zufall manchmal so will, vor einigen Tagen fuhr unser Dorfschäfer bei unserem Haus vorbei, hielt kurz an und da kam uns Gespräch und er hat uns frische Ziegenmilch gegeben. Schafsmilch. Und wir versuchen heute einfach mal Misitra zu machen. Mal gucken, ob es was wird. Ich will jetzt erstmal die Milch filtern, deswegen habe ich hier schon mal ein feuchtes Handtuch gemacht über ein Sieb und werde die Milch jetzt mal da durchkippen in der Hoffnung, dass das die Rückstände rausfiltert und das Ganze einmal da durchläuft. Vorher werde ich aber mal noch den Rahmen, der dort oben drauf ist, mal abschöpfen. Nicht, dass der vielleicht die Poren verstopft von dem Handtuch und dann läuft da nichts mehr durch. Also, mal gucken, was es wird. So, ihr Lieben, wie ihr hört, es läuft durch. Es klappt so, wie ich mir das vorstelle. Es läuft. Einmal frei. Super. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Willkommen bei den Deutschen in Griechenland, die versuchen traditionell zu kochen. Ein liebliches Geräusch. So. Jetzt wird also aus dem zweiten Topf der Rahmen abgetragen. Sag doch mal, wie viele Liter haben wir denn überhaupt bekommen? Na, ich würde sagen, so 7-8 Liter waren das jetzt bestimmt. Also ich weiß noch nicht genau, ob man den wegmachen muss, aber da verstopft ja am Ende die Poren des Handtuchs. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal dafür entschieden, den abzuschöpfen, den Rahmen hier oben. Ah, da können wir noch Stagger mit kochen. Heute Abend. Siehst du, einfach im Olivenöl ein bisschen aufgekocht. Dann haben wir ein richtig geiles Gericht noch. Kleines bisschen Stagger. gut. So, ihr Lieben, jetzt ist die Milch einmal durchgefiltert im Topf und ihr seht, sie wird jetzt langsam erhitzt. So, kommt ja nochmal noch unser Holzlöffel rein, noch ein bisschen umrühren. Und ich werde jetzt mal noch was aus dem Tiefkühler holen, weil das brauchen wir nämlich auch noch. So, die fehlende Zutat sind nämlich, oder ist Zitronensaft. Den seht ihr hier drinnen, nämlich noch in tiefgefrorener Form. Die Zitronen von unserem Zitronenbaum haben wir nämlich gepresst und eingefroren, weil keine Ahnung, wie viel das war, brauchen wir natürlich nicht mit einmal. Und die tauen jetzt hier gemütlich vor sich auf, weil das kommt dann später hier rein. In den Topf, damit die Milch dann gerinnt. So, ihr Lieben, Vorbereitung ist das halbe Leben. Hier ist unser Zitronensaft. Hier ist die Milch. Sie wird jetzt bestimmt auch gleich kochen. Und hier habe ich dann schon mal hingetan. Den Misitra werden wir dann entweder hiermit oder mit der Kelle rausholen und dann hier reintun, dass er hier dann noch weiter abtropfen kann. Ja, und jetzt ist er wirklich gleich fertig. Ich bin schon gespannt, ob er uns gelingt. Ja, also ich habe jetzt einfach mal den Saft dran gekippt, weil es hat echt schon vorher jetzt einfach begonnen zu stocken. Ich vermute, dass einfach der Zitronen- und Essigsaft, vielleicht der Geruch schon oder die Dämpfe ausgereicht haben. Keine Ahnung, aber es hat jedenfalls schon echt gestockt. Naja, jetzt rühren wir hier noch ein bisschen um. Dann lassen wir es ein bisschen stehen. So war, glaube ich, der Werdegang. Aber ihr seht schon wirklich, wie es ja anfängt zu stocken, ja. Krass. Krass, ey. Wenn du wirklich hier das zum ersten Mal selber machst, zum ersten Mal Käse selber machst, ist ja verrückt. Wahrscheinlich werden sich die Profis hier in abfeiern und ablachen, aber ey, für mich ist das echt ein Erfolg. Sieht gut aus. Jetzt lassen wir das, wie gesagt, hier einfach mal so ein bisschen stehen und dann in, ich denke, 2-3 Minuten können wir das Ganze einfach mal abschöpfen. So, von der Hitze muss es, glaube ich, auch runter. So, jawohl. Das lassen wir mal an hier, den Dunstabzugshaube. Ja, und dann zeige ich euch dann bald mal das Ergebnis. So, ihr Lieben, jetzt ist es soweit. Guckt mal. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder?
tun wir jetzt hier rein, dass es noch ein bisschen abtropfen kann. Ups. Ja. Ja, also so für den ersten Versuch bin ich gerade wirklich zufrieden. Ich meine, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ja. Aber so, prinzipiell sieht es erstmal für mich zumindest gut aus. Vielleicht ist ja hier einer unserer Zuschauer, ich weiß, da sind ja auch viele Griechen mit dabei, die zuschauen. Vielleicht könnt ihr mal drunter schreiben, ob das so okay ist, was ich vielleicht noch anders, besser, falsch gemacht habe. Man will sich ja immer verbessern. Aber so, hey, guck mal. Doch, ich denke, ist okay. So, die Molke, die kriegt die Jule dann. Die hat ja das letzte Mal gut geschmeckt. Die lassen wir abkühlen, die kommt im Kühlschrank. Das kommt natürlich nicht weg. Aber ich bin, wisst ihr was? Ich bin jetzt einfach mal so frech. Also mal kurz hier die Hand wechseln mit der Kamera. Nehmen wir hier jetzt mal so ein kleines Stück. Hm? Ups. Willkommen in unserem Wohnzimmer. Jetzt probiere ich das einfach mal. Aber hallo. Aber hallo, also ich glaube, das ist was geworden. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh. So, zum Abschluss machen wir jetzt noch den Expertentest, ob es wirklich schmeckt. Hier ist unsere Verkostungsexpertin. So, wir lecken danach noch die Hand ab. Also scheint, hat es geschmeckt? Ja, na guck mal, wer sich so das Schläuzchen schnappert, da hat es geschmeckt. Oh Mensch, ist das dunkel jetzt hier. Müssen wir ein bisschen irgendwie ins Licht stellen. So, jetzt nochmal mit Licht. Also Peter hat es geschmeckt, mir hat es auch geschmeckt. Erster Versuch, ich bin echt mega zufrieden und hoffe, dieser kleine, mal andere Ausblick in die Küche hat euch gefallen und bis einfach demnächst, ihr Lieben. Ciao. So ihr Lieben, hier haben wir jetzt noch den Rest vom Käse. Der ist leider ein bisschen ausgetrocknet, obwohl wir den in der Schüssel abgedeckt drinne hatten im Kühlschrank. Deswegen machen wir da jetzt einfach mal dran ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Thymian. Und ein bisschen von unserem selbst gesammelten Meersalz. Dann rühren wir das Ganze einfach mal um und dann gibt es das heute zum Frühstück. Mensch, ihr Lieben, jetzt habe ich heute eigentlich nur probiert. Das hat so gut geschmeckt, dass ich einfach weitergegessen habe. Aber wirklich mega, mega lecker. Ist einfach nur Olivenöl, das Salz und ein bisschen Thymian dran. Schönes, tolles Frühstück.